Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Son of the Forest und in der letzten Folge waren wir natürlich hier stehen geblieben. Aber in der letzten Video, was ich aufgenommen habe, haben wir das nicht gebaut, weil die letzte Aufnahme ein bisschen zu übertönt war. Also ich war zu laut wieder mal. Ja, habe ich nicht gewusst und jetzt nehme ich das halt nochmal auf. Und wenn euch natürlich diese Folge wieder gefällt, zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Abo. Würde mich gerne freuen. Und von euch haben noch nicht 80% abonniert, aber guckt trotzdem meine Videos. Haut einfach mal auf den Abo-Button. Es kostet euch nichts. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, wir haben jetzt zu Ende gebaut. Gut. Dann habe ich jetzt hier ein drittes Lager hingebaut. Okay. Perfekt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier schön das Holz mit. Ja, gib her. Füllen das Ding. Also, komm, jetzt hier. Komm zu mir. Ja, so, noch ein. Bam. Und Freunde, wenn ihr... Es ist ja in Fortnite jetzt der Lego-Modus rausgekommen, in Überlebensmodus. Und wenn ihr davon jetzt so Videos wollt oder ein Projekt, wie ich das komplett durchspiele und mir da eine Basis aufbaue, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, das würde mich freuen. Und dann schnaddeln wir nicht weiter und machen erstmal hier den hübschen Grundriss. Das Ding ist etwas groß gebaut von mir. Warum macht dieses Eis so komische Geräusche? Ich verstehe es nicht. Es ist einfach gruselig, finde ich. Als wäre da ein Wal unten. Das ist einfach nur creepy and creepy. Wie? Alles klar. Und damit ist unser Holz schon wieder weg. Das kann nicht wahr sein. So. Ich würde mal behaupten, so schnell geht unser Holz weg. Ja. Erstmal den Grundriss bauen, weil gleich dürfen wir... Wir bauen ja hier nur eine Etage, glaube ich sogar. Oder baue ich da nur eine? Ich glaube schon. Erstmal. Das kann sich ja immer wieder ändern, meine Meinung. Vielleicht baue ich ja dann eine zweite noch oben drauf. Aber ich glaube, ich baue nur eine drauf. Das soll ja ein großes Lager werden. Jetzt packe ich da aber rein. Holz? Könnte sein. Weiß ich aber noch nicht. Okay. So, da haben wir auch den Grundriss damit erstmal gebaut. Und das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die Decke bereit ist zu bauen. Recorriendo mi camino, padre. En tu labio un amor encontré. En tu ojo una historia soñé. No sé si esta obsesión me hará bien. Yo quisiera olvidar que perdí la oportunidad de hacerte feliz. Y no quiero alejarme de ti. Recorriendo mi camino, padre. En tu labio un amor encontré. Una historia soñé. No sé si esta obsesión me hará bien. Yo quisiera olvidar que perdí la oportunidad de hacerte feliz. No quiero alejarme de ti. Ja, Freunde, so. Wir haben jetzt komplett die bis zur Decke erstmal alles gebaut. Und ja, und uns ist die Hälfte des Holzes wieder weg. Ja, mal wieder. Das heißt jetzt hier noch. Nein, da nicht lang kommen, da lang war. Okay. Alter. Also, dieser Wagen ist auch so verbuggt. Ist echt nervig. Es kann nicht wahr sein. Wir hatten. Dinger. Drei Riesendinger. Die sind so schwach.
Anscheinend ist das nichts. Alles klar, ein Baumstamm. Den werfen wir. Da ist er. Gut, rückwärts. Und hier stoppen. Und jetzt haben wir kein Holz mehr. Perfekt. Dann machen wir noch die Verbindung. Dann hole ich mal kurz den Stamm wieder. Kurz verwirrt. Dann gib mir mal noch ein. Okay, dann machen wir. Also platzieren wir jetzt schon mal die Fackeln, weil die kommen ja auch hier ran. Haben wir dann. Das sieht richtig gut aus immer, finde ich. Also da sind sie. Genau, ich habe erstmal keine Sticks. Witzig. So, Fackel 1. Fackel 2. Dann gehen wir noch hier rüber. Hier kommt Fackel hin. Genau, da kommt hier eine Fackel hin. Und dann kommt hier eine hin. Und nicht da, sondern da. Genau, da müssen wir hier drüben nochmal die Fackel wegmachen. Und kurz umsetzen. Und setzen. Hä? Wo hab ich denn das jetzt rausgezogen? Ach, da oben. Nein, ich wollte eigentlich nur. Nein. Egal. Ein Baumstamm mehr. Ein Baumstamm mehr. Ist ein Wunder, dass das nicht auseinanderbricht. Okay, dann hole ich mal kurz Sticks. Wir brauchen genau 6 Sticks. Gut. Gehen wir wieder hin. Weil dann haben wir schon mal das. Und Licht. Weil ich finde, Fackeln sind einfach schöner als alles andere. Die sehen halt besser aus. Wenn es dann leuchtet, dann Nacht ist hier. Einfach schön. Genau. Jetzt nehmen wir die und bauen, würde ich sagen, hier. Bauen wir hier oben erstmal zu. Genau, so. Weil wir haben ja sowieso kein Holz mehr. Naja, das. Oh, Alter, das wird einen Haufen Stein auch kosten. Hier alles zu. Die Wände dann, ich glaube, wir werden hier Stein oder hier Stein und hier Holz. Das ist schwierig. Oder wir machen hier Stein, Stein, Holz, Holz. Ja, das wird, da muss ich hoch, weil da kann ich nichts platzieren. Ja, das ist echt mies. Hier finde ich es geil. Und wir haben Durst. Aber nicht schlimm. Nicht mal hier sind wir fertig. Jetzt erweitern wir hier. Wo ist unser Trinken? Da. Der ist auch leer. Perfekt. Dann gehen wir runter. Da sind wir Zimmer fertig. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Machen erstmal. Verbrauchen erstmal das ganze Holz wieder. Und hopp. Hier kann ich nichts platzieren. Weil der dieser hässliche Punkt ist, wo man nichts platzieren kann. Naja, hier. Genau, hier hin. Und das war's mit Holz. Erstmal. Das heißt, wir fahren jetzt mal vor. Und verwenden noch ein bisschen Stein. Würde ich sagen. Ist ja perfekt, dass der Stein hier schön überall rumliegt. Jetzt wäre. Eröffnungstag für Stein. Der Winter hat einen Nachteil. Du siehst hier die Steine einfach nicht. Das mag ich am Winter nicht. Okay, rein damit. Genau, her damit. Und rüber damit. Ja, dann Freunde, sehen wir uns wie. Würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich erstmal. Wenn wir ja da ein bisschen die Wand weitergebaut haben.
So, Freunde. Jetzt sind wir auch damit erstmal fertig. Wieder ein bisschen gebaut an den Stein. Jetzt brauche ich erstmal die drei hier. So. Da kann man mit ihr drei. Muss ich hier hoch? Oh, nee, ich muss runter. Muss gar nicht hier hoch. Danke, Kevin, dass du die Tür für mich öffnest. Brauche ich meine Axt? Ja, dich nehme ich mit rein. Oh, ich habe ja das ganze Holz auch mit dir rein. Genau, das wird jetzt. Oh. Hoppala. Genau, das werfe ich dann hier hinten mit hin. Und hier kommt ein Fenster rein. Oh. Alles richtig. Yep. Ja, sieht besser aus. Jetzt hole ich erstmal kurz die Steine wieder. Ja, hier habe ich auch eine Tür. Da müssen zwei Fenster rein. Unbedingt. Die Steine hole ich gleich. Hau ich hier nochmal kurz ein Loch rein. Was ist denn los? Alles klar, wir haben einen Bug. Logik ist nicht da. Hier, Loch. Hier, Loch. Das können wir jetzt machen. Im Winter. Oh. Kevin, ich habe Angst, dich zu hauen. Warum ist es aber hier kalt? Nee, hier nicht. Nur hier. Ah, ja, danke fürs Jagen. Das Virginia tretet. Ist auch komisch, finde ich. Dankeschön. So, hier. Nehmen wir mit. Ich könnte auch hier lang bauen. Ey, lass das machen. Lass mal so. Ein Häschen. Hängen wir nur mal kurz unser Zeug auf. Weil wir haben einen Fisch und ein Stück Fleisch. Vor mir ist was. Auch nicht. Okay, okay. Wo könnte ich noch Fenster reinklatschen? Hier glaube ich nicht. Hier habe ich Fenster. Hier vielleicht. Ja, vielleicht. Oben weiß ich noch nicht, weil... wo will ich hin? Weil oben könnte schwierig werden, weil wir haben ja hier oben schon die zwei Waggons. Ja. Ja, sieht geil aus, finde ich. Ja, Freunde, ich würde sagen, wenn euch natürlich diese kleine hübsche Folge auch wieder gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen würdet. Würde mich ganz sehr freuen. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Und ciao.